Willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir so lala. Ich habe wenig geschlafen. Ja, egal. Ich schweife vom Thema ab. Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute habe ich eigentlich ein richtig cooles, so wie ich finde, ein richtig cooles Video. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen ein Haarteil zugeschickt bekommen, um es zu testen, um zu gucken, wie das so ist und ob mir das gefällt und so weiter. Ich habe schon bei Instagram eine Frisur damit gemacht. Da dachte ich mir, ich stelle es auch hier vor. Vielleicht interessiert es euch ja. Und wenn nicht, dann könnt ihr jetzt wegschalten oder ihr guckt es euch trotzdem an, wie ihr möchtet. Na, jedenfalls geht es um ein Haarteil. Ich zeige es euch einfach. Ich will jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Und das ist das gute Stück. Das ist ein Haarteil, ein Haarzopf, um genau zu sagen. Das Modell heißt Hanna, das ist von der Firma Kaisha. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Wenn es euch interessiert, schaut doch da vorbei. Da gibt es auch, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube 10 oder 15 unterschiedliche Haarfarben. Also man kann, wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall seine Haarfarbe bekommen. Und ja, das ist meins in der Farbe Blond Mix. Und das Ganze sieht so aus. Es ist hier vernäht, hat hier oben so eine Art Klammer, damit man es in den Zopf reinsetzen kann. Und hier hinten hat es einen Klettverschluss. Das ist ganz cool und echt praktisch. Ich habe es ja schon, wie gesagt, ausprobiert und das ist so easy gemacht. Eigentlich stimmt die Farbe auch mit meiner Haarfarbe überein, wie ihr sehen könnt. Das ist total, ja, könnte auch als mein Haar durchgehen. Allerdings habe ich hier oben so einen fetten Ansatz, also verzeiht es mir bitte, wenn das Resultat gleich nicht so perfekt aussieht, weil die Farbe einfach nicht stimmt, weil ich oben ja einen Ansatz habe. Ich habe schon einen Friseurtermin, habe ich schon gebucht, es dauert nur, bis ich ja, dran bin. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass es ein künstliches Haarteil ist. Also das sind keine echten Haare. Es fühlt sich aber wirklich echt an. Also die sind wirklich schön weich. Weil es künstlich ist, ist es schon so ein bisschen ja, strohig vom Gefühl. Es ist so, aber nicht negativ. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich das Gefühl habe, es bricht, wenn ich jetzt ins Haar knete, weil es so trocken ist oder so. Nein, gar nicht. Man fühlt nur auf den zweiten Blick, sage ich mal, dass es doch kein echtes Haarteil ist. Aber so im Haar reingesetzt, fällt es gar nicht auf. Wirklich nicht. Also ich bin schwer angetan von dem Ding. Ich würde vorschlagen, ich zauber damit jetzt eine Frisur und ihr könnt mir dann in den Kommentaren euer Feedback da lassen, ob das überhaupt was für euch ist. Tragt ihr Haarteile oder ist es gar nichts für euch? Ist es euch zu künstlich oder zu aufgesetzt? Ja, ich finde in bestimmten Situationen solche Haarteile ja ganz praktisch. Zum Beispiel hatte ich auch in meiner Hochzeitsfrisur Haarteile Extensions verarbeitet, solche Clip Extensions. Da ist es wirklich nicht aufgefallen, dass ich irgendwas reingeklickt habe oder sowas. Aber meine Frisur war einfach so, ja, jetzt nicht so heftig voluminös oder so, aber die war schon sehr aufwendig und dafür hat man einfach mehr Haare gebraucht. Im Alltag trage ich auch keine Haarteile, ist mir auch zu aufwendig und ja, wenn, dann benutze ich sowas wirklich, wenn ich ausgehe oder wenn ich mir eine schöne, schicke Frisur für ein bestimmtes Event mache und ja, genau, und mehr Fülle, mehr Haare brauche, dann benutze ich das. Und dann macht es auch wirklich Sinn, solche Teile zu benutzen. Es sei denn, man fühlt sich wohl damit und kann den ganzen Tag damit rumlaufen, dann warum nicht? Ne? Also jedem das Seine. So, genug geschwafelt. Ich starte jetzt mit der Frisur. Ich mache mir einen schönen Hochzopf und lege mir als Pony seitlich die Haare hier nach hinten. Ich hoffe, es klappt. Aber ich habe es schon ausprobiert. Es hat geklappt, aber es ist ja so, bei mir ist es oft so, wenn ich die Frisuren ausprobiere und das dann vor der Kamera vorstelle, funktioniert es oft nicht. Warum auch immer, vielleicht bin ich auch zu aufgeregt, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls beginne ich jetzt mit dem Hochzopf. So, das ist schon mal vorbereitet, das Haargummi. Ich werde mir jetzt alle Haare erstmal nach hinten kämmen und dann das ein bisschen abteilen.
noch ein bisschen tiefer den Pony. So. Entschuldigt, ich habe jetzt keinen Spiegel, deswegen muss ich direkt in die Kamera schauen, also daneben auf den kleinen Bildschirm, dass ich überhaupt sehe, was ich hier überhaupt tue. So, also einmal seitlich, dann trenne ich mir das hier so ab, weil ich möchte nur diesen Abschnitt haben. Und damit die Haare auch da bleiben, wo sie sind, werde ich mir das Ganze erstmal hier mit einer Klammer fixieren, dass sie auch nicht abhauen. Und die restlichen Haare verbinde ich jetzt oben zu einem Hochzopf. Und zwar ganz streng und ganz fest auch. Also das Haargummi muss ganz fest am Haar sitzen, dass das Haar und der Zopf auch nicht verrutschen oder sich lösen, weil der Zopf hat ja auch, der Fake-Zopf hat ja auch ein eigenes Gewicht. Und wenn der Zopf, also euer Zopf, nicht stabil genug ist, dann wird es mit der Zeit sich einfach aushängen, ne? Was dann nicht so schön aussieht. Dann ist es nicht mehr so schön, dass er hier steht, sondern einfach so schlapp nach hinten ja, hängt. Und das sieht einfach nicht so schön aus. Ich habe schon mal ausprobiert und je fester euer eigener Zopf ist, desto schöner das Resultat am Ende. So, also ich lege los. So, wenn der Zopf hoch genug ist, also richtig, ich mache ihn richtig hoch, da wo mein Wirbel oben ist. Und genau. Und jetzt verschließe ich den Zopf so fest, wie es geht. In meinem Fall muss ich dreimal das Ganze festmachen. So. Und jetzt fixiere ich noch ein bisschen nach, setze nach und festige den Zopf noch so ein bisschen, ziehe noch ein bisschen auseinander. Ne? Dann habt ihr so einen schönen Hochzopf. Und jetzt kommt unser Haarteil ins Spiel. So, das muss ich nochmal wegmachen. Wenn euch jetzt hier so die fliegenden Härchen stören, ich habe hier auch festgestellt, ich habe Haarbruch. Warum? Keine Ahnung. Oder es sind Haare nachgewachsen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz komisch. Die werde ich gleich noch mit einem Augenbrauengel einfach fixieren. Fertig. So, jetzt kämme ich das Haarteil. Davor kämme ich es, damit es auch schön geschmeidig ist. Ne? Was ich vergessen habe zu erwähnen, man kann das Haarteil auch glätten. Bei 130 Grad ist nicht viel, aber bedenkt, dass es künstliches Haar ist, sonst schmilzt euch das wahrscheinlich weg, wenn die Temperatur höher gesetzt ist. Also achtet darauf, dass ihr, wenn ihr es glättet oder lockt, dass ihr es nicht höher als 130 Grad macht. Jetzt setze ich das Haarteil an. Und zwar nehme ich mir jetzt diese Teile, diese Klammern und setze sie mir davor, hier vor meinem Haargummi und versuche, das so eng wie es geht mit meinem Haargummi und meinem echten Zopf miteinander zu verbinden. Ne? Wenn es nicht so gut klappt, ist nicht schlimm, weil wir haben ja noch das lange Teil hier mit dem Klettverschluss, womit wir das Ganze dann drumherum wickeln und es damit noch fester fixieren. So, also ich nehme jetzt dieses Haarteil. So, ich komme ein bisschen näher, dann seht ihr das besser. Und dann tue ich es mir so da rein in den Zopf. Darauf achten, dass die Kante nicht auf den Kopf drauf liegt, sondern wirklich am Zopf mit abschließt, ne? Dass ihr euch das Haar wirklich gut, also das künstliche Haar wirklich gut ranlegt und es sich mit eurem Zopf verbindet. Und jetzt nehme ich mir den Klettverschluss. Klappe es einmal hier um. So, dann halte ich es mit dem Finger erstmal fest, damit es nicht verrutscht. Dann nehme ich mir den Klettverschlussteil mit dem Haarende und wickel das Ganze nochmal von der anderen Seite rumherum. Und hier ist es hilfreich, wenn ihr das Ganze vielleicht über Kopf macht, wenn ihr das zu Hause jetzt versucht. Ich mache es jetzt nicht, weil dann seht ihr mich nicht mehr. Aber ich fand es so besser, wenn es über Kopf ist, dann habe ich
meine anderen Haare nicht, die mich stören, die ich versehentlich mit dem Klettverschluss irgendwie mit da fixiere oder so, ne? Aber ich versuche es mal jetzt so. So, jetzt schnappe ich mir die Strähne, die am Klettband mit aufgenäht ist, und wickele es einmal um den Zopf herum. Und dabei achte ich, dass ich die Strähne breit genug lasse hier oben, ne, dass man den Klettverschluss und mein Haar, das Haartal und alles andere eben versteckt, ne? Also ich wickele es einmal drumherum. Jetzt wird es hier schon weniger. Das ist das letzte Mal, dass ich das so mache. Und jetzt fixiere ich. Auf der Internetseite steht, man fixiert es mit so einer Haarklammer. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich mit so einem Bobbypin das Ganze besser fixieren kann und es ist einfach besser hält. Das ist soweit fertig und jetzt seht ihr, was ich meine mit meinem Haaransatz. Es matcht nicht wirklich mit meinen Haaren jetzt hier am Ansatz, allerdings in der Länge. Egal, ich wollte euch ja generell den Zopf vorstellen und genau das mit meinen Haaren. Es tut mir leid. So, jetzt kümmere ich mich um meine vordere Haarpartie und zwar kämme ich das nochmal durch. Und werde das Ganze so streng nach hinten hinlegen und das Ganze mit zwei Bobbypins fixieren. Ich habe mich für zwei etwas hübschere Bobbypins entschieden, einfach aus dem Grund, damit es auch hinten hübsch aussieht, falls es doch sichtbar wird. So, dann lege ich mal los. So, das wäre erledigt. Jetzt muss ich mir das Ganze ein bisschen fixieren. Und zwar nehme ich dafür Haarspray und ein Augenbrauengel, das von Got to Be. Ich glaube, das kennen alle. Also einmal dieses hier und das Haarspray von L'Oréal Paris Studio Line. Das ist ganz schön, das verklebt nicht, hält aber richtig gut. Also erstmal werde ich mir mit dem Augenbrauengel die fliegenden Haare oben fixieren, diese so hinlegen, wie ich es mir wünsche. Und zum Schluss werde ich das Ganze mit dem Haarspray fixieren. Das ist übrigens ein richtig cooles Augenbrauengel. Ich benutze es aber, muss ich zugeben, eher für die Haare. Für die Augenbrauen ist es mir doch zu heftig. Es verträgt sich nicht so mit meinem Make-up und so deswegen. Ist ein cooles Produkt, ohne Frage, für meine Haare perfekt. Dann wollen wir mal starten. Und wenn ich damit zufrieden bin mit dem Ganzen hier oben, dann fixiere ich das Ganze aber nur auf dem Oberkopf mit dem Haarspray. In die Längen mache ich es nicht, weil da steht nichts ab. Und ja, das kämme ich einmal gleich glatt und dann hält es auch eigentlich. Wenn ich damit zufrieden bin, kämme ich mir jetzt den langen Zopf. Die Frisur ist fertig. Ich bin am Ende angekommen und ja, ich bin zufrieden. Ich zeige euch das nochmal gleich von hinten auch und drumherum. Ne? Also so sieht das Haar aus, der Zopf von vorne. So, ich bin am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ich hoffe, die Frisur hat euch gefallen. Was sagt ihr zu dem Haarteil? Würdet ihr sowas tragen im Alltag oder eher nicht? Interessiert euch überhaupt sowas? Und genau.
Ansonsten kann ich auch irgendwann noch ein Video machen mit meinen ganzen Haarteilen, die ich so habe. Das sind ein paar. Ich spiele gerne mit den Haaren. Also wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen. Und ansonsten, ach ja genau, werde ich euch die Seite einmal verlinken. Wen es interessiert, schaut vorbei. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Woche. Tschüss.